Sie haben ja nun wirklich auch schon eine richtig lange Karriere, mit eine sehr erfolgreiche Karriere hinter sich gebracht. Gibt es da einen Moment, wo Sie sagen, das war der absolut schönste bisher? Also ich habe das Glück, dass mein Privatleben schöner ist als mein Beruf. Ich liebe meinen Beruf über alles, aber meine Familie liebe ich mehr. Und deswegen sind die Momente, die heiligen Momente, wo wir uns geheiratet haben, wo wir unsere Kinder, also die Geburten der Kinder, das sind Momente, da bleibt Raum und Zeit stehen und das kann kein Applaus toppen. Sie sagten gerade, Sie lieben auch Ihren Beruf. Was ist das, was Sie wirklich an Ihrem Beruf am meisten lieben? Das Handwerk. Das Handwerk und dass man mit seinem Handwerk den Herzen erreichen kann. Alles andere ist nur Shishi und das ist auch uninteressant. Das Wichtigste ist Inhalt. Und gibt es Dinge, die Sie überhaupt nicht mögen an Ihrem Beruf? Ich mag keine roten Teppiche. Ich mache die nur, weil ich die machen muss. Dann sind wir ja heute genau richtig hier. Ansonsten, Sie haben immer so viel Energie. Wie schaffen Sie das? Wo nehmen Sie die Kraft her? Mein Mann, der ist die treibende Kraft hinter Mighty Kelly. Ja, das stimmt, ich war immer so, auch wenn ich dich kennengelernt habe. Du bist einfach eine Energiebombe, das ist Charakter, vielleicht. Er ist Franzose, hat mich gut analysiert. Also die Liebe ist dann durchaus auch ein Thema, wo Sie sagen, das spornt mich auch an. Ja, yes, man braucht ein Zuhause und wenn das Zuhause stimmt, dann geht es auch viel einfacher in die große, weite Welt, seine Kraft weiterzugeben.